Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und ich zeige dir auch sofort, um was es heute gehen wird. Ich möchte euch heute noch einmal zeigen, wie man mit Aquarellstiften koloriert. So viele von euch haben mich gefragt, hey, du hast uns schon eine Möglichkeit gezeigt, aber ich arbeite lieber mit so einem Wassertankpinsel. Wie kann man denn das noch machen? Und ja, das würde ich euch heute gerne zeigen. Wer mein anderes Video zum Kolorieren noch nicht gesehen hat, der hüpft mal schnell hier oben zu dem i. Da verlinke ich euch das. Ich arbeite normalerweise am liebsten mit so einem normalen dünnen Pinsel, aber auf vielfachen Wunsch arbeiten wir heute mit einem Wassertankpinsel. Ich habe mir jetzt einen ausgesucht mit einer feinen Spitze. Auch die gibt es unterschiedlich dick. Ich arbeite lieber mit so einer feinen Spitze. Den habe ich mir ausgesucht und dann habe ich mir einmal das Set mit den Aquarellstiften zum Thema Alpenglühen 2.0 bereitgelegt. Die liebe Steffi von Charlie und Paulchen hat zu ganz vielen verschiedenen Stempelsets passende Aquarellstifte zusammengestellt. Hüpft doch einfach mal in den Shop und schaut, ob euch da was gefällt. Ich verlinke euch natürlich alles unten in der Infobox. Aber jetzt nehmen wir einmal dieses Set hier und dann habe ich mir aus Aquarellpapier schon einmal den Maibaum und die tanzenden Kinder ausgestanzt. Und die werde ich jetzt mit euch kolorieren. Und zwar mit einer ganz anderen Technik als sonst. Dazu legt ihr euch am besten auch noch so ein Stück Küchenpapier parat, weil ich finde, es ist immer gut, wenn der Pinsel zwischendurch mal ein bisschen sauber gemacht wird. Das lege ich mir einfach mal so hier oben hin. Und nehme meinen Pinsel und hier an der Seite steht meistens Push drauf. Also hier so ein bisschen drauf drücken, dass das Wasser so vorne in den Pinsel strömen kann. Und da strömt es auch schon. Dann ist die Pinselspitze schön nass. Und ich hole euch noch einmal etwas näher ran, dass ihr seht, was ich tue. Wir fangen mal hier mit dem Mädchen an. Legen die anderen Sachen mal beiseite. So, wenn ihr jetzt kolorieren wollt oder unterwegs seid und ein paar Stifte dabei habt und den Wassertankpinsel, klar, das, was ich euch beim letzten Mal gezeigt habe, ihr könnt natürlich einfach mit dem Aquarellbuntstift direkt auf das Motiv draufgehen, das Ganze dann mit dem Wassertankpinsel vermalen. Das ist so die eine Möglichkeit. Die zweite, die ihr aber auch noch habt, ich möchte jetzt, dass das Mädchen ein bisschen dunklere Haare hat und ich nehme mir dann hier diesen Braunton und gehe direkt mit meinem Pinsel an die Spitze hier ran und gehe einfach nochmal über die Haare drüber und vermische mir das somit ein bisschen. Ich kann auch direkt nochmal in das Gelb hier reingehen und nehme mir hier ein bisschen Farbe auf und gebe das nochmal drauf, bis der Blondton mir eben richtig gut gefällt. Und dann, das meinte ich eben, macht euren Pinsel ein bisschen sauber, wenn ihr jetzt weiterarbeiten wollt. Das Kleid würde ich gerne blau machen und auch hier, ich nehme mir direkt die Farbe von der Pinselspitze und so könnt ihr ganz genau arbeiten, als hättet ihr einen Farbkasten dabei. Und das finde ich auch eine ganz tolle Technik, mit der man schön kolorieren kann und nochmal ganz andere Effekte erzielen kann. Um das Ganze so ein bisschen zu schattieren, wie ich es sonst auch immer mache, fange ich hier oben eben an, trage hier viel Farbe auf und mit dem Wasserpinsel, weil der ja automatisch immer ein bisschen Wasser liefert, den er hier im Tank hat, wird es nach hinten immer etwas wässriger, etwas heller und so könnt ihr eben auch Tiefe erzeugen. Zwischendurch sauber machen. Den Stiften macht das überhaupt nichts, wenn die nass werden. Die könnt ihr auf jeden Fall so verwenden. Ich gebe ihr auf jeden Fall auch noch so blaue Schuhe. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze zwischendurch ein bisschen antrocknen, damit ihr weiterarbeiten könnt oder nochmal drüber gehen könnt. Das ist wirklich eine ganz einfache Sache.
Auch das Oberteil von dem Kleid machen wir blau und dazu nehme ich mir wieder Farbe auf und gehe hier auf ihr Oberteil und trage mir so die Farbe einfach auf. Und wie gesagt, wenn ich dunkler werden will, gehe ich noch mal in die Farbe rein. Gebe mir hier noch mal ein bisschen was auf und hier soll sie für mich ein bisschen dunkler sein. Und so kann ich mit diesen Stiften auch richtig schöne Aquarelleffekte erzielen, ohne dass ihr vorher auf das Papier gemalt habt, weil das gibt tatsächlich manchmal so eine kleine Struktur. Wenn ihr den Pinsel sauber machen wollt, drückt einfach nochmal drauf, dass das bisschen mehr Wasser rauskommt und dann könnt ihr ihn sauber machen. Ich möchte ja nicht, dass mein Mädchen hier grüne Haare bekommt. Und so arbeite ich mich jetzt einfach weiter vor und koloriere mir die Figuren und dabei könnt ihr mir jetzt gerne zuschauen. Habt ihr mit den Aquarellstiften einfach eure Ausstanzungen koloriert. Und ich mache das mit dem Wassertankpinsel dann ganz gerne, wenn ich unterwegs bin. Ich nehme mir einfach so eine Handvoll Stifte mit, einen Wassertankpinsel und dann kann es direkt losgehen. Was mir an diesem Set Alpenglühen besonders gut gefällt, ist, dass wir auch die Grundfarben hier dabei haben, sodass ich mir daraus ganz viele Töne auch mischen kann, die gar nicht in diesem Set mit drin sind. Und zwar würde ich gerne hier ihr ein schönes lilafarbenes Kleid anziehen. Und dazu mache ich mir den Pinsel wieder schön nass und gehe in das Blau hinein und direkt auch nochmal in das Rot und mische mir sozusagen mit dem Pinsel direkt diesen schönen Lila-Ton und ziehe ihr ein lilanes Kleidchen an. Das geht also auch. Ihr könnt also wunderbar die Stifte miteinander mischen. Und wenn ihr Angst habt, dass ihr hier eure Farbe ein bisschen kontaminiert, das zeige ich euch auch gleich, wie ihr das sauber machen könnt. Ein bisschen drüber, ein bisschen mehr den Rotton, ein bisschen bäriger das Ganze. Gehe hier einmal drüber über das Kleidchen. So könnt ihr natürlich auch richtig schön die Farben mischen und wenn ihr das sauber machen wollt, geht ihr einfach hier ein bisschen mit dem Wassertankpinsel drüber und am besten, wenn ihr das Rot sowieso braucht und fertig und der Pinsel bzw. der Stift ist wieder komplett sauber und ihr könnt einfach weitermachen. Ich gebe hier noch so ein bisschen Rot rein und tobe mich einfach beim Kolorieren ein bisschen aus. Das macht natürlich mit dem Wassertankpinsel auch besonders viel Spaß. Vielleicht eben schon gesehen, gehe ich hier einmal in diesen Braunton rein und auf meine Glasmatte, um den mir wirklich sehr hell zu machen. Und dadurch, wenn ich nur einmal ganz hell mit diesem Braun über die Gesichter gehe, habe ich einen richtig schönen hautfarbenen Ton. Den kann ich natürlich heller oder dunkler gestalten, wie ich gerne möchte.
Und ihr seht, so kann ich mit dieser Technik, indem ich auf dem Pinsel direkt hier zwei Farben mische, auch so einen richtig schönen Farbverlauf gestalten. Mir gefällt das richtig, richtig gut. Und das gibt euch natürlich noch mal ganz andere Möglichkeiten, als wenn ihr direkt die Figürchen auf dem Papier ausmalt. Meine kleinen Figuren koloriert und dazu wirklich nur den Wassertankpinsel benutzt und die Farben aus dem Set. Und wie gesagt, durch die Zusammenstellung kann ich mir hier auch alle Farben mischen, die ich gerne möchte. Das letzte, was ich jetzt noch mache, ich koloriere meinen Maibaum und dann basteln wir natürlich noch aus diesen kolorierten Figürchen eine Karte. Hier habe ich euch jetzt noch einmal gezeigt, wie man verschiedene Grüntöne mischen kann, indem ich einfach den blauen Stift noch nehme, den grünen und den gelben. Und dadurch kann ich auch ganz verschiedene Grüntöne mischen. Und jetzt mache ich einmal hier den gelben Pinsel wieder sauber. Ich gehe hier einfach einmal mit meinem Wassertankpinsel entlang und nehme hier die grüne Farbe einfach wieder weg. Und fertig, sauber ist mein Pinsel wieder und ich kann ihn fürs nächste Projekt benutzen. Meine Koloration ist jetzt abgeschlossen und damit basteln wir jetzt gemeinsam eine Karte. Ich habe mir jetzt hier einen Kartenaufleger schon zurechtgelegt und dann nehme ich hier das Stempelkissen von Color Philosophy in der Farbe Leinen und nehme den Stempel zum Wurzeltag. Und den färbe ich mir jetzt hier einmal ein. Das ist so eine richtig schöne helle Farbe und drücke mir den in den Hintergrund. Und das ist ein ganz heller Stempelabdruck. Das gefällt mir gut, weil der soll auch wirklich nur im Hintergrund sein. Und jetzt würde ich euch gerne noch eine Sache zeigen, die ihr mit den Aquarellstiften machen könnt und so einem Wassertankpinsel. Und zwar hätte ich jetzt hier gerne noch so ein paar Sprenkel drauf. Und zwar einmal in grün. Und auch dazu lasse ich mir hier so den Pinsel schön feucht werden, dass er vorne so einen Tropfen bekommt. Und nehme Farbe auf vom Pinsel. Und dazu könntet ihr auch einen breiteren Pinsel nehmen. Ich bleibe aber jetzt mal hier bei dem, den habe ich gerade parat. Und schnickel mir jetzt hier einfach so ein paar Spritzer auf meine Karte auf. Und ihr seht schon, das funktioniert mit den Aquarellstiften und so einem Wassertankpinsel auch richtig gut. Ihr könnt natürlich auch hier auf eure Unterlage das Ganze wieder ein bisschen tropfen lassen, wenn ihr es ein bisschen feuchter haben wollt für ein paar größere Spritzer.
Und so trage ich mir das hier auf und das sieht richtig toll aus. Das heißt, ihr braucht also unter Umständen gar keinen Farbkasten, sondern ihr könnt direkt mit den Aquarellstiften und einem Wassertankpinsel arbeiten und so tolle Spritzer auf eure Karte machen. Das trockne ich mir einmal und dann geht's auch schon weiter. Für meinen Maibaum habe ich mir jetzt hier so verschiedene Bänder ausgesucht und da würde ich euch gerne noch so einen kleinen Lifehack zeigen. Das hier war irgendwie mal um ein Geschenk gewickelt und ich sammle immer alle Bänder, aber dann sind hier so unschöne Knicke drin. Also ihr könntet mal so, was ihr schon mal als erstes machen könnt, mal so mit dem Fingernagel oder mit dem Falzbein hier entlang gehen und das nimmt euch schon mal so ein bisschen das Knickerige raus. Aber ich habe hier so ein altes Kletteisen von mir. Und immer wenn ich Bänder benutzen will, ziehe ich die mir einmal kurz vorher durch mein Kletteisen durch und habe ein wunderschönes glattes Band. Das so als kleiner Trick am Rande, wenn ihr hier so krüttelige Bänder habt. Ich mache das prinzipiell mit meinen Bändern, weil ich die dann einfach schöner finde. Ziehe die mir einmal so schnell durch mein Kletteisen durch und habe wunderbar schöne geglättete Bänder. Und damit können wir dann jetzt sofort weiterarbeiten. Für meine Karte beginne ich mit dem Maibaum und ich würde gerne hier die Fäden so einmal da durchfriemeln. Und dazu trage ich mir hier hinten ein bisschen Kleber auf. Ihr könntet aber auch mit einem Glue Dot arbeiten, wie ihr das gerne möchtet. Und ich habe mir hier das Lilane schon einmal da so durchgefädelt und klebe mir das jetzt einfach hier hinten dran so ein bisschen fest. Und genauso fahre ich auch mit den anderen Bändern fort. Ich schneide mir die einfach so ein bisschen zurecht und klebe sie mir dann an meinen Maibaum fest, dass das Ganze dann nachher so aussieht, als würden sich die Kinder unten, also würden die einen Tanz aufführen und die Bänder um den Maibaum wickeln dabei. Und jetzt, wo die Bänder festgeklebt sind, webe ich sie mir einfach durch meinen Maibaum einmal durch. Irgendwie, wie ich denke, dass das schön aussieht. Jetzt, wo die Bänder durch meinen Baum gewebt sind, klebe ich den Baum auf meine Karte auf. Und dazu bringe ich hier an dem hinteren Teil Flüssigkleber auch auf, auch an den hinteren Bändern noch einmal. Die unteren Bänder, die lasse ich aber lose hängen, sondern ich will ja nur, dass der Maibaum hier klebt. Und klebe mir das Ganze hier einmal auf meine Karte auf. Und jetzt klebe ich mir meine Figürchen auf und gebe denen die Bänder so in die Hand, dass es wirklich aussieht, als würden sie diese um den Maibaum weben. Meine Karte ist jetzt fertig aufgeklebt. Ich habe einfach die Figuren aufgeklebt und denen die Bänder so ein bisschen in die Hand gegeben. Das Ganze kleben wir jetzt noch auf einen Kartenrolling. Auch hier noch ein kleiner Trick von mir. Das ist ein ganz kleines bisschen kleiner als mein Kartenrolling. Und wenn ihr möchtet, dass das Ganze noch ein bisschen mehr heraussticht, dann geht ihr einmal an den Rändern mit einer dunklen Farbe entlang. Ich habe mich jetzt hier für so einen Petrolton entschieden und einen Tombow-Marker. Das geht aber mit jedem Filzstift. Ich würde keinen Alkoholmarker nehmen, weil der zieht vielleicht in das Papier ein und das wäre unschön. Ich will tatsächlich nur diesen kleinen Rand haben, dass es sich von der Karte noch einmal abhebt. Und so seht ihr
dass es diesen kleinen winzigen Rand gibt und das finde ich besonders schön. Und die Karte klebe ich mir jetzt einmal mit Flüssigkleber auf. Und als letztes klebe ich noch ein Fähnchen an mit dem Spruch Glückwunsch. Und das klebe ich hier oben an den Rand. Und fertig ist meine Karte mit den Maikindern, koloriert mit den Aquarellstiften und einem Wassertankpinsel. Ich hoffe, ich konnte euch heute noch mal etwas Neues zeigen. Ihr habt Lust, auch loszukolorieren, vielleicht mit Aquarellstiften oder mit der Technik, die ihr gerne verwendet. Auf jeden Fall wünsche ich euch bis dahin eine gute und kreative Zeit. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns ganz bald im nächsten Video. Macht's gut! Tschüss!